Hallo Leute, herzlich willkommen zum weiteren Part der Gold und Silber Chronicles Reise, unserem Abenteuer. Ich habe ein bisschen was gelevelt, ich habe ein bisschen was getan. Wie ihr seht, habe ich Togepi aus dem entwickeln lassen zu Togetick offscreen, weil es halt einfach passiert und ich konnte es nicht verhindern, weil ich am liebsten immer onscreen in diesem Projekt zumindest entwickeln will. Selbiges gilt für Evoli, das hat sich einfach nur dadurch entwickelt, dass es eine Feenattacke kann, wo mir auch aufgefallen ist, ja doch, dass. Das ergibt tatsächlich sehr viel Sinn. Nidorino ist ein bisschen gelevelt. Alles halt rund 25. Und ich habe mehrere Sachen, die ich nachholen muss. Ich habe nämlich extra bei einem anderen YouTuber reingeguckt, der auch das Projekt gespielt hat. Und es gibt hier einfach den Attacken Fair und Erlerner. Beziehungsweise hier ist auf jeden Fall der Erlerner. Das heißt, ich werde jetzt dann gleich meine Movesets sehr, sehr gut anpassen. Auch von den anderen Mons und werde sie euch dann zeigen. Aber zuerst müssen wir noch den einen oder anderen Kandidaten entwickeln. Und zwar ist das einmal das wunderschöne Togetick, welches wir jetzt in Togekiss entwickeln dürfen. So, da haben wir es auch schon, unser wunderschönes Togekiss. Und zum anderen wollen wir natürlich jetzt auch Nidorino entwickeln, weil, wie gesagt, ich möchte Nidoking eigentlich nicht so viel benutzen, weil ich nicht so mega viel Bock habe. Aber ich habe schon ein bisschen Bock. Und dann ist natürlich immer schwierig, wie man das macht, beziehungsweise, ja, komm, machen wir das jetzt einfach mal, weil ich finde es cool, wenn auf der Box so ganz viele geile Mannequins rumliegen. Der ist, glaube ich, eine echt coole Sache. Und ich sag, wenn wir schon Sludge Bomb und Dick hier haben, dann kann man den auch mal eine Zeit lang benutzen. Ich werde jetzt dann auch gleich Igelavar noch ins Team holen, deshalb seht ihr auch Igelavar noch im Layout. Und dann gucken wir einfach mal, was die Mons so alle können. Und schauen mal, wie wir unsere Movesets hoffentlich ins sehr viel bessere verbessern können. So, Freunde, ich zeige euch einmal kurz, was ich alles damit verpasst habe. Und es ist wirklich katastrophal. Wir hätten hier einfach Night Slash zum Beispiel schon drauf haben können. Und Sucker Punch, Zwillicht, gut, nichts Neues. Aber wir hätten einfach CC, Leaf Blade und Night Slash aufgelegt haben können. Es ist halt so, das ist wirklich belastend. Ich glaube, an denen ansonsten habe ich nichts verändert vom Moveset her. Dann haben wir hier natürlich noch Nidoking, der hat Megahorn bekommen. Du hast nichts bekommen. Togekiss natürlich erstmal schon Aurasphäre dazu bekommen. Er hat nichts bekommen. Und ich habe Shiftry noch Nasty Plot beigebracht. Und ansonsten hier auch nichts Neues. So, dann hole ich noch eine Sache, die ich verpasst habe. Und zwar, nachdem man dem Typen hier geholfen hat, gibt er uns als Dank noch ein Item. Und ich glaube, das Item Leftovers ist etwas, was ich doch haben möchte. Ich glaube, das stecke ich doch ganz gerne ein, muss ich sagen. Boys und Girls sogar nur auf Level 25. Würde ich sagen, tauchen wir mal in die Arena rein, weil ich habe so das Gefühl, okay, wilde Arena. Ich habe so das Gefühl nämlich, dass wir ein bisschen overlevelt sind, aber ich gucke mir das Ganze dann jetzt hier bei den Trainern in der Arena an, die ja nur Geist-Pokémon haben und die sind Level 21. Also ich glaube, wir sind mit den anderen echt gut gelevelt, deshalb ist das eine... Oh nein! The fuck is deep? Oh mein Gott. In der Arena herrscht dichter Nebel. Warum? Warum tut man sowas? So, ich habe die meiner Meinung nach stärkste Konstellation an Pokémon dabei, die wir gegen diese Arena mitnehmen können, aber... Oh, wird das nervig. Ich habe ja gar keinen Bock auf Nebel-Scheiße. Das wird halt, glaube ich, einfach nur ein astrein nerviger Kampf, den wir ansonsten brachial einfach gewinnen mit Honchkrow. Weil ich sag, gut, das Einzige, was kommen kann, ist halt Gengar mit irgendeiner nervigen Sache wie Hypnose oder so. Aber ansonsten hätten wir halt einfach einen Sucker Punch, was halt super strong ist. Leider kann Honchkrow, glaube ich, keine Feint Attack. Zumindest hatte ich nicht das, habe ich nicht mehr darauf geachtet. Setz Hex ein. Ich habe das Gefühl, dass in dieser Arena ein bisschen Hex der Move sein könnte. Und ich mag es nicht, dass bei Honchkrow der KP-Balken falsch ist. So, Mist Reavis wird natürlich easy von Night Slash Hops genommen. Gar kein Ding. Das Schöne an Honchkrow ist ja auch, dass durch Super Luck und Night Slash meine Crit-Chance actually echt hoch ist. Wenn wir jetzt noch eine Scorpion setzen, glaube ich, wäre die dann immer bei 50%. Ich glaube, wir bräuchten Energy, ein Focus Energy. So, ich versuche jetzt einfach ihn mit Sucker Punch rauszunehmen. Okay, beide gedodged. Das ist noch in Ordnung. Der ist auch Level 30 mit, I guess, seinem besten Mon. Komm, triff. Sehr schön, Sucker Punch trifft. Das sollte ein Todesgänger sein. Ich glaube, Honchkrow nimmt diese Arena jetzt auseinander. Was ich sehr gut finden würde, denn ich würde dann nach diesem Punkt Honchkrow erstmal zu Hause lassen und Togekiss tatsächlich mitnehmen. Aus dem relativ einfachen und simplen Grund, dass ich ein Feen-Pokémon mitnehmen will. Venoshock, also potenziell war hier irgendwie davor angedacht, mit Toxic was zu machen. Ich mag es, dass Venoshock und Böde hier sind, denn wusstet ihr, dass wenn ein Gegner
eine Status-Condition hat. Venoshock, zumindest wenn es vergiftet ist, hex bei jeder Status-Condition seine Stärke verdoppelt. Wobei bei Freeze bin ich mir jetzt gerade gar nicht mal so sicher. Aber wild, oder, Freunde? Auch die Level-Ups hier sind wild. So, the Fork ist immer noch deep. So, was hat er denn jetzt noch? Weil beim Gengar Apollo kommt jetzt bitte aber nicht Guest Driftlim. Ja, das ergibt Sinn. Ich glaube, Driftlim ist auf dem Blatt Papier eigentlich schneller, aber ich glaube, durch die Level sind wir schneller. Und wir hitten Night Slash. Oh, danke, Honchcrow, du geile Socke. Ich weiß nicht genau, warum man den Fork hier hingemacht hat. Ich meine, ich verstehe es. Es passt zur Arena. Deshalb lasse ich es gelten. Aber ich hasse alles an dieser Idee. Ich hasse wirklich eigentlich alles an dieser Idee. So, da ist auch unser Fork-Badge. Ah, nice, dass der umbenannt... Oder? Hieß der schon immer so? Hieß er nicht Phantom-Badge? Und wahrscheinlich kriegen wir... Oh nein, wir kriegen Shadow Ball. Nice. Gute TM. Nehme ich mit, stecke ich ein. So, ich habe jetzt Luxtra und unserem Boy... Honchcrow meine Pause gelassen. Ah, ich wollte gerade sagen, geht's hier nicht weiter. Dass die mal ein kleines Päuschen machen dürfen auf der Bank, ein bisschen chillen und die anderen hier ein bisschen strahlen vielleicht sogar können. So, da ich jetzt übrigens wieder ein bisschen Geld hatte oder habe, habe ich mir mal kurz das Ingrim gekauft, damit unser Togekiss auch einen nice Fairy Step hat. Weil ich glaube, das ist eine sehr nice Sache. Und zwar, Freunde, habe ich ja, ich habe ja euch gesagt, ich habe nachgeguckt, ob ich irgendwas verpasst habe und... Es stellt sich heraus, wir hätten vielleicht nicht mit dem Escape Rope hier rausgehen sollen, denn... Wir kriegen hier tatsächlich nämlich gleich was echt Geiles. Womit ich halt gar nicht gerechnet habe, weil in meinem Kopf, ich sage euch, wie es ist... Dachte ich mir, warum sollte ich hier nicht einfach... Also, wenn ich nicht mit dem... Wenn hier was getriggert werden würde... Oh, Moment. So schnell wollte ich nicht wählen. Dann wäre das ziemlich doof, wenn wir hier irgendwas skippen können. Denn wir können hier uns tatsächlich einen weiteren Starter aus Höhen aussuchen, was cool ist. Ich persönlich bin großer Mudkip und Treecko-Fan. Torchic mag ich nicht wirklich. Und ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht, wen ich nehmen soll. Treecko wäre halt schon geil. Wir hätten halt so Speedy-Monstern. Mudkip wäre halt defensiv cool und ich habe halt immer noch keiner. Ich habe nicht wirklich viele Wasser-Pokémon, die ich glaube ich noch sehe, die ich will. Deshalb glaube ich, gehen wir mit dem knuffigen Mudkip hier weiter. Das sollte, denke ich, eine ganz gute Idee sein. So, hier ist unser Mudkip. Aus irgendwelchen Gründen wurde der Spitzname nicht gespeichert. Das Wesen ist ganz gut. Die TVs sind halt eine Vollkatastrophe. Ach du Scheiße, das wird nämlich der gute Triple M. Und wir werden tatsächlich derweil Seemobs mal rauslassen, denn Seemobs war jetzt auch eine sehr lange Zeit dabei. Und ich werde natürlich das Mudkip jetzt versuchen, möglichst schnell durch den XP-Share mit hochzuziehen. Das einmal, beziehungsweise jetzt wollen wir auch mal wissen, was bei den Kimono Girls so abgeht. Oh! Athena ist da und sie labert irgendwas von Mystic Plates. Hat das was mit Arceus zu tun? Ich meine, wir haben jetzt legitim nur 5 Pokémon gerade dabei für dieses Match. Weil ich habe halt Hydropi dabei, ne? Aber ich denke, wir kriegen das trotzdem hin. Vielleicht müssen wir auch gar nicht gegen sie kämpfen. Fast! Fast haben wir nicht gegen sie gekämpft. So, im normalen Spielverlauf hat sie, glaube ich, Arbok. Okay, Manectric hat sie definitiv nicht. Arbok, Giflor und ein Gold... Nee, ein Kramux hat sie, glaube ich, dort. Hat sie offenkundig hier nicht. Hier ist das Team offenkundig anders und wir gucken mal, wie das Ganze jetzt so laufen wird. Ich habe vor Manectric schon riesen Angst, weil, ja, der kann Donnerblitz und der kann auch Signal Beam und der kann auch Flammenwurf. Und Shiftry denkt sich so, also ich komme zwar in diesen einen Angriff rein, aber wenn jetzt noch was Nerviges kommt, dann ist doof. So, T-Wave heißt tatsächlich noch gar nichts, aber Snarl macht schon mal einiges angenehmer, weil wir den Special Attack Drop damit bekommen. Boah, macht das wenig. Ich würde halt natürlich sehr gerne einen Nasty Plot hier aufsetzen, aber dazu werde ich nicht kommen. Ice Fang. Okay, physische Coverage. Wir gehen hier auf... Das ist das erste Mal, glaube ich, dass ich die Leaf Tornado Animation sehe. Ist ja mega geil. Ja, Triple M sollte damit einen Batzen an Erfahrungspunkte kriegen. Das Schöne ist, es ist auch komplett egal an der Stelle, ob der irgendwie overlevelt irgendeinen Move nicht mitbekommt. Weil ich halt einfach via Move Tutor, ohne irgendwas auszugeben... das ihm wieder beibringen kann. Und das ist tatsächlich eine echt geile Sache. Okay, Nidoqueen kommt jetzt hier auch noch rein.
Ich glaube, da ist schon fast wirklich Galagladi das Beste geben und das auch nur, wenn eine spezielle Attacke kommt. Wenn was Physisches jetzt gleich hier kommt, wird schwierig. Sludge Wave tatsächlich schon. Oh, ich glaube. Ja, okay. War tatsächlich weniger, als ich erwartet habe. Ich würde hier an der Stelle auf Leaf Blade gehen. Leaf Blade hat hier Base 90. Ich glaube. Nee, hat glaube ich schon immer Base 90 gehabt. Vergesst es. Aber sollte ganz okay einen Schaden machen. Das ist ganz okayer Schaden. Ich glaube zwar. Ne, eine Sludge Wave tanken wir noch, ne? Ja, dann ist alles gut. Ich glaube, dann kriegen wir das Nidoqueen weg. Nidoqueen und Manectric auf jeden Fall zwei sehr coole Pokémon, muss ich sagen. Passen auch meiner Meinung nach. Oh, nö. Passen auch meiner Meinung nach echt gut zu ihr. Das ist jetzt tatsächlich echt nicht gut. Also mit einer Damage Roll leben wir tatsächlich sogar den nächsten Move, weil das hat jetzt gerade 22 KP gemacht. Ich weiß nicht, wie viele die davor gemacht haben. Oder wir kritten das Nidoqueen einfach weg. Bumm, gib's ihm, Galagladi. So will ich das sehen. So, was hat's jetzt letztlich? Ich kann mir vorstellen, dass jetzt doch wieder Arbok oder Gifloor kommt. Einfach weil das so ein bisschen die Signature Mons sind. Oder vielleicht sogar ein Kramschiff. Kramschiff kann es natürlich auch sehr gut sein. So, Triple M holt schon mal mit den Leveln sehr gut auf. Das gefällt mir. Also nur ein Murkrow. Okay. Den kriegen wir gehandelt, beziehungsweise der Pursuit-Trip. Warte, ich glaube, wir schalten den sogar mit CC weg. So, Feint ist eine Prio-Attacke, aber Nahkampf. Oh, das klang ja geil. Bum, 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 bum. Sollte einfach, ja, one-shotten. Die Death Drops sind uns egal. Nice, Athena an die Wand gefahren. So möchte ich das doch sehen. Und Triple M natürlich wieder mit ein paar Level-Ups. Das ist ja jetzt nichts Neues. Level 19 basht. Und natürlich direkt die Entwicklung hinterhergeschossen. Komm, wir gehen rein da, Mashallah. Ich hoffe halt jetzt echt, dass ein bisschen das Tornapto einfach kein Boden-Pokémon ist, weil das würde sich mit Sumpex beißen. Aber ich meine, wir haben Tornapto ziemlich lange schon jetzt dabei. Vielleicht setze ich den dann auch auf die Bank. Falls der eine Mega-Entwicklung bekommt, werde ich den natürlich nochmal benutzen. Aber dass der dann auch wieder eine Pause macht und wir wieder ein bisschen was anderes benutzen. Okay, wir kriegen direkt Mudshot. Der ist nett. Mach mal Growl weg. Ich glaube, selbst dann ansonsten kann der nicht wirklich irgendwas Nennenswertes, was ich noch bräuchte. Okay, dann hau mal gut ab. So, kriegen wir jetzt die VMs, also oder das Surfermobil nenne ich es jetzt mal. Weil das wäre das Sinnvollste. Crush Ride. Fighting Steel Rock Types can wreck rocks. Okay, wir kriegen Stärke damit. Jetzt freue ich mich tatsächlich. Soll ich in dem Spiel jetzt da nach rechts zu dem roten Garados gehen? Weil eigentlich mit Stärke komme ich links nicht wirklich weiter. Ha. So, ich komme auf jeden Fall hier links ab jetzt offiziell durch. Aber will das Spiel auch, dass ich hier hingehe? Weil prinzipiell könnte ich jetzt auch nach rechts gehen. Ich würde mich auch nochmal rechts umgucken, weil da kann ich dann Stärke ab jetzt einsetzen. Wobei, kann ich Stärke einsetzen? Habe ich ein Typing, das es kann? Steel, Rock. Wahrscheinlich Ground-Types. Wahrscheinlich nicht, oder? Oh mein Gott, ich bin dumm. Damit ist Zertrümmerer gemeint, nicht Stärke. Oh, und ich frag mich schon. Ich könnte ja da rechts dann mit. Oh, Magnetilo, auch ein cooler. Und ich frag mich schon die ganze Zeit, ich könnte da jetzt doch einfach damit dahin gehen. Aber kann ich ja eben nicht, weil hier der Stärkestein im Weg ist und ich keinen Surfer bekommen habe. Das heißt, wir müssen definitiv nach links gehen. Alright! Oh mein Gott, Freunde, wenn ich gerade. Ich habe gerade gespeedet. Wenn ich das allerdings gerade richtig gesehen habe, hat so ein Flora hier ein neues Typing. Wenn ich das gerade richtig gesehen habe, ist der. Oh mein Gott, warum? Ist der Feuerpflanze. Also gibt's doch Typing-Changes oder wie? Ich bin offiziell verwirrt. M42 Fassade liegt hier rum. Interessant, interessant. Ansonsten ist hier leider bisher nicht wirklich irgendwas Spannendes gewesen. Die Route ist auch eigentlich ziemlich gleich aufgebaut. Es gibt nichts wirklich Neues hier. Ist jetzt nicht mega schlimm, muss man sagen, weil es wurde ja eh schon genug hier verändert. Okay, da war random Gras, cool. Dementsprechend möchte ich da auch gar nicht viel gegen sagen. Wir gucken uns mal auf der Miltank-Farm hier kurz ein bisschen um. Hier sind ja nämlich eigentlich die Kiddies, denen wir, ne? Den wir eigentlich irgendwie Bären oder so geben können als Option, aber anscheinend nicht. Das heißt, wir Miltank-Milch uns gönnen können, aber anscheinend nicht. Ich weiß gar nicht, wie das im normalen Spiel hier nochmal genau war, aber irgendwie konntest du ihm. Glaube ich, was gönnen. Ich habe aber absolut keinen Schimmer mehr, wie. Und hier ist auch keine Drain Punch-Tier mehr. Schade. Hier ist random Raikou aufgetaucht. Hi Raikou.
Ich weiß nicht, ich habe so einen Ultraball für dich. Ich weiß nicht, vielleicht hast du Bock. Ich bezweifle es, aber wenn der drin bleibt, coole Sache. Eins. Okay, ich wollte gerade sagen, wenn der jetzt wirklich drin bleibt, dann halte ich es. Das wäre schon geil gewesen, muss ich sagen. Ah, okay, der wartet. Also der ist ähnlich wie. Ich glaube, auf der Nuggetbrücke ist auch so ein Ass-Trainer gewesen, oder? Der extra gewartet hat, bis so ein Trainer kommt, wo er sagen kann: Oh, ich habe auf eine Herausforderung gewartet, Brudi, und ich glaube, du bist es. Ich wollte nicht Rockslide drücken, aber da ich ihn eh jetzt flinche, juckt das nicht. War kein Flinch, juckt aber nicht. Also dein Kranidos war jetzt nicht der mächtigste Gegner. Aber ist ein cooles Pokémon, ich feiere Kranidos. Hast du jetzt noch irgendwas Starkes wenigstens, oder bist du einfach nur ein Waschlappen? Probopass, oh Gott, Presence Nase. Ich weiß ja nicht, ob du es damit schaffst. Yep, ich hab dir gesagt, ich weiß nicht, ob Presence Nase die Lösung dafür ist. Tut mir leid. Und Triple M ist inzwischen schon eigentlich auf Teamniveau angekommen. Also der ist sehr, sehr gut hinterhergekommen, muss man sagen. Dementsprechend, ja, können wir den auch schon so ein bisschen teammäßig, oder benutze ich ihn schon teammäßig, also geil, sage ich da dazu. Wir kriegen einen Magnet, nett, nehme ich mit. Ich kann mir vorstellen, dass man tatsächlich alle Boosting-Items und so bekommt, weil bisher habe ich das Gefühl, dass wir die ganz gut sammeln konnten und damit sind wir in Oliviana City angekommen. Oh, da liegt schon eine TM, geil. So, was habt ihr zwei denn schon wieder für ein Problem? Wisst ihr, was ich lieb, das neckt sich, wusstet ihr das? Und irgendwie, ich hab da so ein Feeling, ihr habt da so eine Aura um euch, da ist so ein Sparkle um euch herum, dass ihr vielleicht, ne, ihr beide zusammen, na, was haltet ihr davon? Das Witzige ist ja, die beiden wollen ja irgendwie Team Rocket aufhalten, aber der Typ hat halt so Pokémon geklaut, was nicht ganz so sympathisch ist, darüber diskutieren die auch meistens die ganze Zeit. Und Ethan denkt immer, dass er ein Team Rocket-Member ist. Was Sinn ergibt, bin ich ehrlich, weil der hat halt Pokémon geklaut und das ist eigentlich jetzt nicht so die feine Sitte. Aber hey, wir wissen ja, was mit ihm los ist. So, ich kann schon in die Arena, ich gehe einfach mal davon aus, dass hier einfach keine Sau drin steht. Ja, hier steht einfach keine Sau drin. Geil. Sehr schön, hier kriegen wir auch noch die Good Rod. Vielleicht angeln wir uns damit auch ein gutes Pokémon. Oh, wie du den wieder gerissen hast, Downy, der Wahnsinn. Der will jetzt einen Kampf, der Schaubobby. Lasst mich doch heilen gehen. War der gegen die Reporterin? Ich dachte, ich muss jetzt vielleicht gegen den Bubberle antreten, der denkt, oh. Ich drehe hier so einen geilen Film. Dead Glebste Gannet. Ich dachte, gegen den müssen wir antreten, aber gut. Sie hat ein hässliches Kackdeck, Hetty. Hier immer noch eins meiner absoluten Hass-Pokémon. Das könnte jetzt actually wehtun. Das hat wehgetan. Es aber scheint aber keine Fee zu sein. Ich habe zumindest nicht gesehen, dass da irgendwie ein Feentype angezeigt. Feentype. Feentype wurde nicht angezeigt. Feentyp wurde nicht angezeigt. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob ich mich nicht bei Sonnenflora verguckt habe. Ihr werdet es gesehen haben. Wahrscheinlich werde ich. Ich hoffe, ich werde eine Slow-Mo oder so angemacht haben. Oh, Erfahrungspunkte. Geil. Eine Slow-Mo angemacht haben, weil. Ich bin mir eigentlich hundertprozentig sicher, ich hätte da einen roten Kasten gesehen. Ah, was für ein spannendes Battle. Wo, halt die Schnauze, lass mich in Ruhe. Ich kriege immer ein Item. Macho Brace, okay. Ja, ich habe jetzt nicht unbedingt vor zu züchten oder EV zu trainieren. Aber hey, Primo, danke, Bro. Danke. Oh, Amulet Coin kriegen wir von dem geschenkt. Auch nett. Falls ich, ja, Geld ist immer gut. Vor allem, wenn ich mir TMs kaufen will, gönnen wir mal Triple M das Amulet Coin. Geil. Ja, guck mal an, wer da ist. Ja, hallo, du Süßer. Ich mag den Sprite, der ist irgendwie, ich finde, der ist gut getroffen. Ich habe wohl nicht wirklich was anderes zu tun, deshalb würde ich jetzt einfach den Leuchtturm einmal kurz hinaufgehen und ich werde jeden ansprechen. Ich habe gar keinen Bock mehr, irgendwas zu verpassen. Da labert irgendwer was von Unova. Wobei ich gefühlt noch kein Unova-Pokémon gesehen habe. Ich würde gerne Gen 5-Pokémon sehen. Ich sehe sie aber nicht. Grrr. So, es ist endlich soweit. Igelava entwickelt sich in Turn-Up. Und jetzt bin ich sehr gespannt, ob der wirklich vom Typ Boden ist. Ich meine, die Earth Power kommt mir ansonsten ein bisschen zu random rüber. Das Einzige, was ich mir noch erklären kann, ist, dass die, wie gesagt, die Starter-Mega entwickeln sich. Und seine Mega-Entwicklung ist Feuerboden. Das sind so meine Erklärungen, wie das Ganze so hier ablaufen kann, wie das Ganze hier Sinn ergibt. Magma Gazer, bitte was? Eine 95er spezielle Attacke. The user attacks a target with a pillar of fire. It may burn the foe. Also quasi Flammenwurf mit 5% weniger Genauigkeit aus Gen 4?
Aber gut, nehme ich mit, klingt ja mal mega wild. Ach du. Hat dann jeder einen Signature-Move bekommen? Wirkt zumindest dann ein bisschen so, ne? Okay, wir sind Mono-Feuer. Dann haben wir einfach nur, weil wir geil sind, Earth-Power bekommen. Ich meine, wie gesagt, die Coverage nehme ich mit. HP Water immer noch geil mit Flame-Charge. Nochmal ein bisschen Init-Boosten. Die wir wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt brauchen, ist auch ganz nett. Die Werte sind auch solide. Oh, wir dürfen sogar außerhalb des Leuchtturms auch laufen. Geil. So wie man es eigentlich in Heart Gold Soul Silver auch macht. Nur halt nicht mit so einer wilden Animation, was man, glaube ich, dem Ganzen nicht übel nehmen kann. Und hier zum Schluss. Ich gesse, dass es kurz vor Schluss nochmal die Themen Steelwing mitgenommen. Savolo. Da ist auch Jasmin mit ihrem Ampharos. Also wenn man etwas gut in diesem Leuchtturm machen konnte, dann war es Leveln. Also ich habe echt gut Level gemacht, muss ich sagen. Richtig nice. So, und ja, wir holen die Medizin. Ist natürlich absolut kein Stress, weil wir sind krasse Typen. Dies, das. Und wir kriegen auch den Wave Ride. Das heißt, Wasser-Pokémon können jetzt Surfer benutzen quasi. Ist ein bisschen schade, dass wir die VM-Surfer nicht bekommen, bin ich ganz ehrlich, weil... haben halt jetzt nicht so die mächtigste Wasserattacke, aber hey... oh, wir müssen da auch wieder zu Fuß dann hoch. Oder könnte ich jetzt... nee, hier ist anscheinend keine unsichtbare Plattform. Nervig. So, meine Freunde der Sonne, ich würde aber sagen, wir werden an der Stelle den Part beenden. Beim nächsten Mal werden wir nach Anemonia City surfen und den 5. Orden, denke ich mal, snacken. Ich werde wahrscheinlich auch bis zum nächsten Part Zwillich dabei raustun und Luxtra reinholen, weil wir jetzt länger auf einer Wasserroute unterwegs sind. Und das wahrscheinlich nicht so die verkehrteste Idee ist, von dem her sehen wir uns dann dort wieder. Bis dann. Und ciao, bye bye.